kommen zum Fazit. Eine Woche lang habe ich den Prince Beast 98 getestet. Ja, letztlich, der Prince Beast 98 kommt mir nicht wirklich vor wie ein Beast, sondern er kommt mir eher vor wie ein, ja, zahmer Tiger. Ich habe mit dem eine ganz gute Kontrolle und konnte Bälle auch sehr gut platzieren. Allerdings Power fehlte dem Schläger doch deutlich. Die 305 Gramm, die er hat, merkt man nicht so wirklich. Es sind eher, kommt mir vor, wie ein Schläger so um die 280, 290 Gramm. Also ich selber spiele einen Yonex E-Zone 98 mit 310 Gramm und der macht doch deutlich mehr Power im Vergleich. Kann möglicherweise hier auch an der Werkseite liegen, die mit drauf war, aber ich hatte den Eindruck, dass man nicht sonderlich viel Power nehmen kann. Ich bin gelegentlicher Turnierspieler, ich würde von daher den Schläger nicht für geeignet für mich erachten. Vielleicht für den ambitionierten Clubspieler, Medienspielspieler ist das der geeignete Schläger, derjenige, der Kontrolle sucht, wird hiermit glücklich, denke ich. Derjenige, der auch Power braucht, für den ist der Schläger, denke ich mal, nichts.